Willkommen hier zu einem weiteren Let's Play Eurax Simulator 2. Schauen wir mal, was so läuft. Aber wir werden jetzt mal hier mal Musik mal einschalten. Schauen wir mal, was es hier an Arbeit gibt, schon natürlich für mich. Kann ja einen Schwertransport fahren. Ja, dann machen wir hier die Tour. Eine Lokomotive müssen wir transportieren. 61 Tonnen nehmen wir natürlich. Kann schon was los hier. Liebste hier, boah, da ist hier vorne wie ein Weihnachtsbaum hier. Wahnsinn. Steht zwar nicht ganz optimal da, aber geht schon. So, dann gehen wir dann mal gleich dann auf Achse. Schauen, dass wir da richtig hier. So, alles hier, sieht man, das ist ganz schön was los hier. Was wird denn der? Bin ich jetzt in England? Ja. Ah ja, genau. Total vergessen. Dass ich in England bin. Er wollte schon sagen, der fährt falsch, aber dabei bin ich falsch am Weg gewesen. So, dann haben wir 596 Kilometer. Ich glaube, wir nähern uns hier der Fähre, wie es ausschaut. Kann mich aber auch täuschen. Ah ja, doch. Nächste Einfahrt. Thank you.
Das ist echt super. Das klang echt gut. Weiß nicht, ob ich den Übergang schon habe oder nicht. Das haut aber lang. Bis das da umschaltet. Naja, schon einiges los hier auf dem Server. Ja, danken soll ich dann auch bald mal wieder. So, jetzt sind wir näher in Frankreich. Ja, habe ich mich verschalten. Boah, soll ich noch mit dem Schwertransport hier durchfahren? Und über diese Schwelle fahren? Muss ich sehr vorsichtig sein, weil sonst kriege ich einen Sauer auf den Deckel. So, jetzt haben wir noch 396 Kilometer. Mal schauen, vorne. Da ist so nixe. Ich finde, das ist mit einer der beliebtesten Spiele überhaupt, der Euro Truck 2. Steigen. Bisschen aufpassen, da vorne wird irgendwo wird geblitzt. Falsch. Ah, da ist die Säule gewesen. Ah. Da ist der Blitzer. Cool. Nicht super die Außenspiegel. Sieht man ganz genau dann, wenn man einschlagen tut, so her, wo hinten der Arsch umgeht. Ja, klingt schon lustig irgendwie, gell, der Arsch. Ja, heute ist über 30 Grad bei uns. Immer noch 19 Uhr. So heiß. Da bin ich auch noch nicht gefahren, wie ich sehe. Cool, wieder ein paar Kilometer mehr, wo ich erkundet habe dann. Kann man das Fernlicht ausschalten. Sieht hier das Morgenrot.
schön, die Landschaft. Aber ich muss schauen, dass ich ein Level steige, dass ich meinen Motor aufrüsten kann ein bisschen. Der ist noch ein bisschen schwach auf der Brust. Man merkt das jetzt hier schon. Jetzt bin ich schon mit der Geschwindigkeit schon langsam wieder unten. Auch für die 61 Tonnen, die machen sich nicht bemerkbar.